ich bekreuzige mich immer, wenn wir ins Spielfeld reinlaufen, dass er mir halt Kraft gibt. Und das machen, glaube ich, auch viele Spieler, auch aus meiner Mannschaft oder halt auch im Profibereich. Daniel Klein, Torwart des U17-Bundesliga-Teams und Nachwuchstalent aus dem Hause TSG Hoffenheim. Gebürtiger Heidelberger mit deutsch-indonesischen Wurzeln. Daniel ist Christ und fühlt sich dem Glauben verbunden. Wie viele Fußballer spielt der Glaube an Gott vor wichtigen Turnieren eine große Rolle für ihn, gerade dann, wenn ein Spiel mal nicht so gut läuft. Also manchmal frage ich mich und Gott halt auch, warum es so gelaufen ist, was ich falsch gemacht habe. Und dann kommt halt meine Mutter auch dazu und hilft mir auch ab und zu dabei. Die sagt mir halt, ja, es wird alles gut und du bist eigentlich nicht allein. Die Hand Gottes, der heilige Rasen, das erlösende Tor, das der Himmel geschickt hat. Ganz egal, ob mit oder ohne Gottes Hilfe, mentale Stärke ist genauso wichtig für die Fußballer wie die körperliche Fitness. Ein Turnier im gefüllten Stadion, umgeben von Tausenden von Fans der eigenen und gegnerischen Mannschaft, erfordert eine feste Persönlichkeit. Auf der einen Seite hilft vielen Spielern der Glaube, auf der anderen Seite gibt es den Verein, der sie trainiert, dem Druck standzuhalten. Da geht es einfach darum, dass man die Jungs darauf vorbereitet, mental darauf vorbereitet, sie dann aber auch ja, im Hier und Jetzt lässt und dann aber auch ihnen immer wieder klar macht, was für Stärken sie haben. Und da ist es unabhängig, ob jetzt 20 Zuschauer da sind oder 2000 oder 4000 oder vielleicht auch mal 40.000. So die eigene Stärke muss da wichtig sein. Welchem Leistungsdruck Profisportler ausgesetzt sind, ist eine der sportethischen Fragen, die der Arbeitskreis der Badischen Landeskirche um den Sportbeauftragten Stefan Müller stellt. Machen Sportler einen spielentscheidenden Fehler, werden sie schnell von den Fans verunglimpft und stehen unter medialem Beschuss. Sind sie erfolgreich, werden sie hingegen verehrt wie Heilige. Ich glaube, dass auch der Fußball so den Anziehungspotenzial hat, weil einfach eine Sehnsucht nach Vorbilder da ist. Und was ist ein Vorbild? Jemand, der dribbelt, der ein Tor schießt, der einen Fallrückzieher schießt, der einfach, ich sage es mal religiös, fast von vielen Menschen angebetet wird. Das ist ein Vorbild, so möchte man sein. Taufen, Hochzeiten, sogar Beerdigungen gab es schon in deutschen Fußballstadien. Und immer wieder gibt es Spieler und auch Fans, die vor dem Spiel beten um den Sieg ihrer Mannschaft. Ich denke, wir dürfen drum beten, dass es ein interessantes, ein gutes Spiel wird, dass Spieler sich nicht verletzen. Es geht um die Menschen. Aber ich denke, es wäre etwas herausfordernd und unserem Herrgott nicht gerecht, wenn wir jetzt beten, dass unsere Mannschaft gewinnt. Glaube und Sport motivieren Menschen dazu, sich für gegenseitigen Respekt, Toleranz und Fairness einzusetzen. Mit gemeinsamen Projekten können Kirchen und Sportverbände in Zukunft für Vielfalt und Gerechtigkeit in der Gesellschaft eintreten.